Nets. En ze lukken zo weinig laat. Die verteidiging is relatief tief. Was mich schon. Benzema. Er muss abspielen. Muss abspielen in der Situation. Da muss er den Kopf hochbringen. Zumindest eine Ecke. Da wird jede Ecke fast schon bejubelt wie ein Tor. Die ersten zwei kann man nicht so schlecht. Da müssen sie aufpassen. Ja, vor allem, weil ich gesagt habe, dass sie ein bisschen wackeln. Die war wieder gut. Wieder wackeln sie. Bekommen den Freistoß. Aber das sieht nicht souverän aus. Auch wenn das ein Foul war. Boah. Ja, es wird gehalten. Ja, aber bei welcher Ecke wird das nicht? Das ist immer so eine Auslegungssache vom Schiedsrichter. Was ja. Ist jetzt für ihn ziehen, schubsen? Ich fand das jetzt auch nicht gerade dramatisch, wenn ich ehrlich bin. Und du warst Verteidiger. Im Zweifel für den Verteidiger. Ja. Erster Spieltag, Super League, am 13. August. Da geht's gegen Kayserispor. In einem Heimspiel. Und dann geht's dann los in der Liga. Bis dahin soll es den Feinschliff geben. Für Galatasaray. Der ist definitiv noch vonnöten. Das kann man nach 26,5 Minuten schon mal festhalten. Da muss noch ein bisschen was passieren. Pettersson. Jetzt müssen wir komplett nach vorne schieben. Das darf natürlich nicht sein, dass er sich aus der Kette löst und keiner bleibt dran. Aber macht er auch gut, muss man sagen. Godos. Der gefällt mir, 93. Überspieler. Da sind einige dabei bei Östersund, die durchaus einen guten Eindruck machen. Sehen wir. Wittgren. Gefällt mir auf links richtig gut. Der Mann mit der 19. Hat auch einen guten Fuß. Jahre alt. Der linke Verteidiger bei Östersund. Technisch durchaus versiert. Das darf natürlich nicht passieren. Und sie holen sich den Ball zurück. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und dann sowas. Es sind einige Situationen dabei, die sich der Trainer notieren wird. Sehr viele sogar. Ja. Besonders was im Offensivspiel die Laufwege betrifft, sind sie einfach zu einfach zu durchschauen. Also, und dann so ein langer Ball. Östersund muss gar nicht viel machen, um die Angriffe zu unterbinden. Stehen kompakt und Galatasaray macht irgendwann schon den einfachen Fehler. Thank you.
Freistoß für Öztekin. Das ist der einzige, den ich so ein bisschen ausklammere bei Galatasaray von der Kritik. Der ist richtig viel unterwegs. Ja, Sven ist generell immer laufstark. Macht viele Wege während des Spiels. Ist bis jetzt so der agilste eigentlich in der Offensive. Der linken Seite Rodriguez kommt mir ein bisschen wenig. Halbe Stunde durch. Der Spielstand bei den Schüssen, da steht es 3:1 für Östersund. Ist vorgegangen, jeweils einer üben die Grünen. Das sind so, das hört sich immer ein bisschen böse an, aber es sind so Alibi-Bälle in die Mitte. Ja, beide Stimmen hängen in der Luft, also kriegen sehr wenig Bälle da vorne rein in die Spitze. Und so Flanken aus dem Halbfeld, wo der Torwart nur runterflippen muss, bringt auch nicht wirklich viel. Nee. Ist natürlich eng in der Mitte, man sieht es hier, sich den sehr